Samstagmorgen irgendwo im Wald. Angehörige von der Sektion Zürich vom Schweizerischen Feldweiberverband und vom Zürcher Verband vom Militärischen Frauendienst treffen sich zum sogenannten Sie und Er-Wettkampf. An 7 mehr oder weniger gut versteckten Posten warten interessante und knifflige, aber auch lustige Aufgaben auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das Lösen von einem Kreuzworträtsel ist der erste Teil von einer Aufgabe an diesem Posten. Damit es auch ein bisschen militärisch dabei zugeht, wird unter 1 Waagerecht nach dem Namen vom Vorsteher vom Eidgenössischen Militärdepartement gefragt. Wissen Sie, wie man Brieftauben abkürzt? Ganz einfach. BFT. Um Brieftauben geht es auch noch bei dem Posten. Wenn das Rätsel nämlich richtig gelöst ist, findet sich ein Losungswort. Und das muss jetzt mittels BFT weitergeleitet werden. Wie aber macht man das? An einer Taube kann man ja den Brief nicht einfach unter den Flügel klemmen und ab die Post. Auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer lassen sich genau erklären, wie man mit Brieftauben richtig umgeht. Damit Meldung auch ankommt. Und man tut darum die zweite Meldung als Duplikat bezeichnen, dass es dann keine Verwirrung gibt am Posten, wo sie ankommt. Von dem Posten, also von dem Schlag, der Taube anfliegt, besteht nachher eine Kurierverbindung für den Empfänger. Die Taube fliegt in 60er in der Stunde, also in den Minuten, Kilometer. Sie kann bis 1000 Kilometer von der Adresse fliegen. Jetzt tut man schauen, man darf also nur die Meldung an der Taube befestigen, wenn der Ring da, der Fußring, intakt ist. Und wenn Swiss drauf steht, also wenn da irgendetwas anderes steht, dann darf man es nicht, weil dann ist es keine Schweizer Taube. Es muss also eine Schweizer Taube sein, es muss der sogenannte Swiss-Kontrollring drauf sein. Die, die da vielleicht ein blaues oder ein grünes Ringli haben, das ist eine Tübin. Also wir haben Vögel und Tübinen, das ist jetzt ein Vogel, das sieht man an den Nasenwarzen an. Und züchten sie eben mit diesem blauen Ring bezeichnen. Man tut nie einen Vogel und die Tübin zusammenflügeln an, weil die gehen in die Flitterwoche. Man tut immer zwei Vögel oder zwei Tübinen flügeln an. Das ist also noch wichtig, dass man auf das schaut. So, schau schnell die Kamera. So. Sie pickt also nicht, sie müssen also keine Angst haben. Und nachher, wenn ihr die Meldung dran habt, dann tun wir sie miteinander schicken. Das heisst, ihr könnt sie dann heben. Und heben sie einfach so ein bisschen da bei euch zu, nicht so, sondern eben so, damit sie sich ein bisschen beruhigen kann, oder? Der Deckel weg, so. Ja. Und dort kommt die Meldung, kommt so da dran an. Und muss da genau da drin reinpassen. Dann kann man das zumachen nachher. So, da geht der Deckel drauf, das hat einen sogenannten Bajonettverschluss, sagt man dem. Man fährt dann da runter. So, und dann tut man es zudrehen. Jetzt hebt es das. Gut. Ihr könnt auf die Kreuz zählen und dann könnt ihr es wegrühren. 1, 2, 3. Aber dann geht es noch ein bisschen Rollschlag machen. Am anderen Posten warten zwei weitere Aufgaben auf unsere unternehmungslustigen Paar. Zuerst geht es ums Distanz zu schätzen. Wie weit ist es bis zu dem Fußballgoal ganz im Hintergrund? Die richtige Lösung? 425 Meter. Erkennen Sie die Melodie? Welches ist der Sechsi-Lüten-Marsch und welches der St. Louis Blues-Marsch? Auch das müssen die Teilnehmer wissen. Sportlich geht es beim nächsten Posten zu. Auf einer bislang noch nicht bekannten Keimwaffe von der Armee müssen die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer einen nicht ganz einfachen Veloparcours abstrampeln. Sehr zum Vergnügen von allen Zuschauern. Weil das Gumpi-Velo vermutlich das einzige in der Armee bestanden ist, nutzt auch die Oberstlotti Pfister, Chefstellvertreter MFD, Gunst von der Stunde zur militärischen Weiterbildung und hat, wie alle anderen, den Plausch von dieser lustigen Aufgabe. Um Erste Hilfe und Sanität drehen sich die Aufgaben an der nächsten Station. Wissen Sie noch, was beim letzten Nothelfer- oder Samariterkurs erklärt worden ist? Hier so, müssen wir auch noch aushängen. Das ist dann zum Tragen. Ja, kannst du vielleicht oben. Und jetzt musst du aufpassen, dass das bleibt. Am besten nicht zu schnell. Mach das erst.
keiner prüfen. Was wenn du so bist, oder? Sie müssen einfach sagen, wenn wir fertig sind, ja? Ich bin fertig. Ja, das ist ja... Mit dem ist draufgekommen, das ist ja... Ah, da. Das habe ich halt nicht gemacht. Das ist immer nach dem neuen Reglement. Da habe ich halt noch so halt. Okay. Naja, das ist besser. Ist gut, weg, ne? Flüssigkeiten erraten, ein Spiel auch für den Zivilgebrauch. Wer weiss, was in welchem von diesen 10 Becher ist? Most und Weisswein erkennt man vielleicht beim Probieren. Beim Motorenöl, am Aceton und dem natürlich bleifreien Benzin wird es schon etwas schwieriger. Aber was ist bei den durchsichtigen Flüssigkeiten jetzt Wasser und was etwas anderes? Zum Beispiel Putzmittel glasklar? Es hat ein Kreuzchen drauf gehabt. Spülen, spülen. Da hat er spülen. Sehe ich doch mit dem Becher. Also das ist eigentlich gut. Ich bin informiert. Ich werde laufen. Ja, willst du mich vergiften? Jetzt hat er heute einfach das Kreuzchen machen. Am weiteren Posten stehen ausschließlich militärische Fragen auf dem Programm. Darum heisst er auch ACSD. Aus 60 sogenannten AC-Kärtchen mit Verhaltensvorschriften müssen 3 Fälle richtig zusammengestellt werden. Abgerundet wird der C&RW-Kampf mit einem Posten, wo es um Treffsicherheit mit der Pistole geht. Nicht alle Teilnehmerinnen haben so gute Schwarze getroffen wie gerade die strahlende junge Dame, die zudem noch nie eine Pistole in der Hand haben will. C&RW-Kampf, das ist für alle teilnehmenden Zweierpatrouille in erster Linie der Plausch. Und sicher auch ein guter Weg, Interessenten für außerdienstliche Aktivitäten zu motivieren. Trainpferde, die zur gleichen Zeit im gleichen Gelände an einer Demonstration mitgewirkt haben, die haben sicher nicht so viel Abwechslung und Spass an ihrer Aufgabe gehabt.